Irgendwas war doch heute. Leute, was ist denn heute? Irgendwas ist doch heute, oder? Ja! Es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl. Schaschka! Zuschauerschaft, stellt euch vor, ihr seid auf der Titelseite von einem der erfolgreichsten Magazine der Welt. Sie berichten über eure Firma, über eure Produkte und ihr erzählt eurer Zuschauerschaft, wie krass stolz ihr seid und dass es eben eine krasse Ehre ist, denn eure Superpower ist es, unterschätzt zu werden. Unterschätzt werden und falsch eingeschätzt zu werden, ist meine Superpower, mit der kann ich arbeiten. Und die Zuschauerschaft ist stolz. Sie sagen, ja, du hast es verdient. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus. Doch was, wenn alles gar nicht so ist, wie es scheint? Was, wenn es sich hier lediglich um eine billige Fotomontage handelt und es laut Forbes gar nicht erlaubt war? Genau das passierte der Influencerin Zara Secret, die noch bis vor kurzem mega begeistert war über ihren Auftritt in der Forbes. Und mittlerweile sind irgendwie alle Spuren dazu verschwunden. Doch die Frage stellt sich, wieso hat sie das gemacht? Warum ist es vor allem so fragwürdig, dass sie in der Forbes ist? Und warum findet man dazu nichts mehr auf ihrem Instagram-Kanal, obwohl sie doch so begeistert war? Das alles erfahrt ihr heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Sascha und ihrem Team, bestehend aus zwei Pflanzen. Falls ihr euch fragt, wer ist denn Zara Secret, muss ich sie kennen für dieses Video? Ich kläre euch auf, ich nehme euch mit in meine Welt, denn ich habe eine längere Geschichte mit Zara Secret am Laufen. Wofür ist denn die Dame so berühmt, dass selbst Forbes sie featured? Laut ihrer eigenen Aussage wurde sie über Nacht berühmt, weil sie Facts gesprochen hat. 2019. Über Nacht bekannt geworden. Ich habe ein Video gepostet, es ging glaube ich eine halbe Stunde und habe mich über die Außenpolitik, die amerikanische Außenpolitik sehr stark geäußert und über den Nahostkonflikt und das Video ging viral. Also die Leute waren schockiert, jeder hatte Millionen von Views, ich war in jedem Nachrichtensender. Man hat mich optisch gesehen, man hat gedacht, was ist das jetzt für eine Puppe? Auf einmal öffnet sie ihren Mund und redet 30 Minuten Fakten aus, die sich keiner traut. Man muss Zara Secret nicht über eine längere Zeit verfolgen. Man kann sich auch einfach ihre ersten Beiträge anschauen. Und ich frage mich halt hierbei, um welche Millionenbeiträge es sich hier handeln soll. Denn wodurch ich die Dame eher kennengelernt habe, war ihre Synästhesie. Hey, ich bin Zara, ich bin 25 und ich habe Synästhesie. Und Synästhesie ist eine besondere Form der Sinneswahrnehmung, wo manche Leute beispielsweise Farben hören können oder Zahlen hören können. Die 9 hat für mich einfach etwas total negativ Hinterhältiges und das wirkt auf mich immer so negativ. Und natürlich konnte sich kein anderer als Leroy persönlich diese Geschichte entgehen lassen und hat ganze 2 Teile mit Zara Secret gedreht. Danach fiel sie auf mit einer, jemand hat mir auf den Kopf mit einer Bibel geschlagen Story. Und danach wurde ich schon auf sie aufmerksam, weil sie das Programm eines erfolgreichen Coaches beworben hat, der in meinen Augen weder erfolgreich noch sonderlich seriös war. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Im weiteren Verlauf habe ich sie nicht mehr verfolgt, bis sie Anfang dieses Jahres mit einem Banger auffiel. Und zwar Anti-Krebspillen. Hier sind Kapseln drin, ne? Mit einem ganz besonderen Wirkstoff. Unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickeln müssen gegen Krebs. Und die schwören auf diese Wunderheilpflanze mit Phytoplankton. Leute, ich nehme das jeden Tag ein. Dafür hat sie mit ihrer Mama, die an Krebs erkrankt ist, darüber geredet und festgestellt, dass ihre Mama unter anderem mit Hilfe von Vitamin D gegen den Krebs gekämpft hat. Im gleichen Atemzug sagte Zara, hey, ich möchte auch Vitamin D rausbringen. Vitamin D war bei mir 4. Das heißt, deine Zellen, ich will auch Vitamin D rausbringen. Auch dazu habe ich ein eigenständiges Video gemacht. Grob zusammengefasst hat sie aber keine neue Medizin erfunden, sondern hat vor allem mit neu erfundenen Wörtern um sich geworfen. Phytoplankton. Denn es stand etwas Neues im Raum, und zwar ihre neue Firma Maniac Concept. Wir sind Maniac Concept. Maniac Concept. Aber wir nerven dich ja auch mit Maniac immer wieder. Zumindest hieß es mal so. Mittlerweile nennt es Zara ganz anders. Mein Gott, es ist Black Week bei Maniac Concept und das gab es noch nie. 100 Euro Gutscheine von Maniac Concept. Mit dieser Firma war sie nämlich in der Forbes. Und auf der Forbes, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Unter dem Titel zu finden, unterschätzt zu werden, ist unsere Superpower. Doch was macht diese Firma so besonders, dass sogar Forbes auf sie aufmerksam wird? Von Vitamin D bis hin zu Haarkapseln. Angefangen hat das Ganze aber mit Nagellack. Und für den ersten Launch wird euch ein Nagellack und ein Nagellackentferner erwarten. Die Seite an sich ist gut aufgebaut, enthält auch Rezensionen. Seltsamerweise Rezensionen, die sich doppeln. Obwohl es sich eigentlich um unterschiedliche Produkte handelt. Ich meine, dass es doch so viele zahlreiche Kunden gibt, die ihre Rezension nicht in einem Stück hinkriegen, wundert mich. Und laut der Webseite ist auch Maniac Concept bekannt aus RTL und der Vogue. Und ich
finde rein gar nichts dazu im Internet. Aber ist ja egal, die Firma als auch Zara sind ja mittlerweile bekannt durch die Forbes. Und der Zeitungsbericht hat es in sich. Angeblich 2 Millionen Euro Umsatz innerhalb des ersten Geschäftsjahres. Natürlich muss man jetzt auch unterscheiden, Umsatz und Gewinn ist nicht dasselbe. Aber so eine erfolgreiche Firma müsstet ihr doch kennen, oder? Und ich möchte euch lieber unsere Geschichte erzählen, wie wir Powerfrauen es geschafft haben, ein Unternehmen großzuziehen und heute da zu stehen, wo wir sind. Ehrlich gesagt, kann man das alles nicht so ganz koscher vor. Denn auf der Titelseite ist ja eigentlich Miley Cyrus. Und weder auf dem Cover noch sonst irgendwo im Magazin kann ich diese Fotos hier finden. Und ich wollte auch endlich diese Begeisterung spüren, die ja auch Zara's Secret gespürt hat. Und deswegen war ich super froh, als dann die Ausgabe endlich erschienen ist und ich mir den Artikel auch persönlich durchlesen konnte. Erst dann konnte ich erkennen, dass es sich um eine bezahlte Anzeige handelte. Zara's Secret oder wer auch immer hat der Forbes Geld dafür gezahlt, dass diese Firma und diese beiden Damen in dem Magazin gefeatured werden. Um genauer zu sein, 15.000 Euro. Den Eindruck, dass es sich um eine bezahlte Anzeige handelt, hatte sie aber gar nicht bei ihren Beiträgen vermittelt. Zumindest ist das, was ich wahrnehme. Denn weder bei diesen Fotos oder bei diesen Fotos konnte man nachempfinden, dass es sich um eine bezahlte Anzeige handelt. Aber vielleicht liegt es auch an der Instagram-Einstellung, dass man das nicht posten konnte. Und auch in der Beschreibung konnte man natürlich nicht sagen, dass es sich um eine bezahlte Anzeige handelt. Das hat Instagram verboten. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass man mit dem "Ich freue mich unglaublich verkünden zu können, dass wir es ins Forbes geschafft haben", wirklich aussagen möchte, hey, wir haben dafür gezahlt. Und irgendwie hatte ich doch noch so viele Fragen offen, dass ich einfach mal die Forbes angeschrieben habe, also die Forbes AT, und diverse Fragen gestellt habe. Sowas wie, hey, werden irgendwelche Background-Checks durchgeführt bei den Leuten, die euch Geld dafür geben, dass ihr einen Artikel über sie schreibt? Gibt es irgendwelche Belege für die Aussagen, die die Damen da getätigt haben? Und was hat es mit dieser Fotomontage auf sich? Ist es erlaubt, dass nur wenn man eine bezahlte Anzeige in der Forbes hat, man auch deswegen Forbes über seinen Kopf klatschen kann und das dann als Foto posten kann? Laut der Forbes werden journalistische Standards eingehalten, als auch Background-Checks durchgeführt. Ist das so? Denn danach schreiben sie direkt, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Anzeige zu schalten, solange sie nicht diskriminierend gegenüber einer Gruppe sind. Und gerade bei der Fotomontage hatte auch Forbes klare Worte, und zwar, dass das nicht erlaubt ist. Die Nutzung der Marke Forbes, auch und insbesondere im Zuge der Fotomontage, ist nicht erlaubt und auch nicht Teil des Pakets einer Forbes Advoice. Dieses Vorgehen verletzt bestehende Markenrechte. Wir gehen gegen solche Fälle natürlich entsprechend vor. Und deswegen musste die kleine Art Attack Maus ihre Fotos entfernen, denn hey, Breaking News, nur Forbes darf Forbes über deinen Kopf schreiben und nicht du selbst und auch nicht, weil du 15.000 Euro für einen Artikel bezahlt hast. Ich gehe doch auch nicht irgendwie in so ein Universum-Museum, mach dann da ein Foto und schreib dann NASA drüber. Was ist das denn? Leute, ich hab's geschafft. Mond, ich komme. Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Vielleicht fragen sich das auch einige von euch. Wie kann es sein, dass fast jeder dahergelaufene Unternehmer sich in ein Magazin wie Forbes einkaufen kann? Und auch Forbes ist nicht das einzige Magazin, das Marken als auch Unternehmer featured und ein Artikel über sie schreibt. Und auch 2 Millionen Euro Umsatz für eine in meinen Augen recht unbekannte Firma innerhalb des ersten Geschäftsjahres ist beachtlich. Und weil hierfür auch keinerlei Belege vorgelegt wurden, hat Forbes das Ganze im Nachhinein zu laut Eigenangabe geändert. Bin ich damit zufrieden? Geht. Warum muss denn erst eine YouTuberin um die Ecke kommen und sagen, habt ihr irgendwelche Belege dafür? Nee? Oh, okay, erstmal laut Eigenangabe. Ja, was ist das denn? Auch Klängern deckte in einem seiner YouTube-Videos auf, dass ein vermeintlicher Millionär gar nicht so reich ist, wie er in den Medien dargestellt wurde. Und auch hier stellt sich die Frage, warum diese Dinge nicht nachgeprüft werden. Und ich finde das auch alles ein bisschen unglaubwürdig. So dieses, ja, hier 2 Millionen und hey Leute, ich lebe in einem 6,5 Millionen Euro teuren Apartment und ich kann mir das leisten, weil ich arbeite hart. Und dann schafft man das. Also selbst wenn sie da nur zur Miete wohnt, fragt man sich, wie kann sie sich das leisten? Klar hat sie irgendwie 50 Firmen. Okay, sorry. Es sind, glaube ich, 3 Firmen. Aber irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Denn wenn man so erfolgreich ist, man so ein Riesen-Apartment hat, man so viele Firmen hat und man ja so viel verdient, warum muss man dann die Forbes dafür bezahlen, dass sie über einen berichten? Ich habe auch dazu Zara's Secret eine E-Mail geschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Leider
hat sie darauf nicht geantwortet. Wahrscheinlich ist sie einfach zu hart beschäftigt mit Bilder bearbeiten. Keine Ahnung. Irgendwas ist da. Tatsächlich war es anscheinend wichtiger, der Welt mitzuteilen, dass sie ihre Waden nicht trainiert. Aber da habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Falls da etwas Neues eintrudelt, könnt ihr mir natürlich gerne auf meinem Instagram-Account folgen und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Kann sein, kann auch nicht sein, aber dann wisst ihr es. Was ich persönlich lustig finde ist, auf diesem Bild hat sie Forbes Österreich und Schweiz verlinkt, dann noch Forbes Women und dann noch Forbes Under 30, so egal, irgendwas wird davon richtig sein. Auch dazu habe ich die Forbes befragt, was für einen Zusammenhang da besteht. Gar keiner. Das war wahrscheinlich so auf gut Glück, ich verlinke alle. Dann wird das schon. Aber warum nehmen denn die Leute so einen Aufwand auf sich? Warum so viel Geld hinblättern und dann auch noch Fotomontagen erstellen? Weil der Ruf einem wichtig ist. Ihr wisst schon, das, wovon Pietro Lombardi gesprochen hat. Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Der Ruf ist sehr vielen Leuten sehr wichtig. Vor allem, wenn du vielleicht unseriös auf andere wirkst, ist es umso wichtiger, dass dein Ruf gut ist. Denn heutzutage wird viel mehr gefaked, als ihr denkt. Beispielsweise das Aussehen. Bitte nehmt Cosimo die Face-App weg. Das geht nicht mehr. Angebliche Flugreisen, wo sich das Flugzeug als eine Attrappe herausstellt, teure Klamotten und Tüten, die man gebraucht auf eBay gekauft hat, nur um damit seinen Instagram-Wert aufzupolieren. Gerade bei meinem Lieblingsthema Coachings ist der Ruf besonders wichtig. Denn ihr verkauft mehr, wenn ihr reich wirkt, wenn ihr erfolgreich wirkt, wenn ihr dieses Auto fahrt und in diesem Hotel lebt und allgemein irgendwie in Dubai seid. Wenn ihr in Dubai seid, dann seid ihr sowieso erfolgreiche Coaches. Dubai, Dubai, Dubai! Dubai. Beispielsweise mein Lieblingsmillionär Adam Nasli. Mittlerweile wird er als Instagram-Abzocker betitelt, der abgetaucht ist und Leute um ihr Geld betrogen hat. Wenn man das schon vorher gewusst hätte. Wie hätte man das denn schon vorher herausfinden können? Das Programm dieses Typen hat übrigens unsere Geschäftsfrau Zara Secret auch beworben. Zum Glück ist das ja jetzt Geschichte und sie bereichert die Welt mit ihrem eigenen Coaching. Ich habe auch in meinem Coaching, was ich ab nächstes Jahr euch anbieten werde, genau darüber explizit gesprochen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sascha, lass doch mal die Zara Secret in Ruhe ihre Bilder bearbeiten. Lass die Leute ihren Ruf selbst erfinden und lass die Coaches ihre Coachings machen. Was ist denn daran so schlimm? Coaches und irgendwelche erfolgreichen Unternehmer kaufen sich ihren Ruf auf verschiedene Art und Weisen. Man kann sich also mittlerweile seinen Ruf erkaufen, egal welche Schlagzeilen es von dir gibt. Egal, ob du über Antikrebspillen geredet hast oder nicht. Anscheinend ist es ab einem bestimmten Preis in Ordnung, einen Artikel über dich zu schreiben. Coaches, Unternehmer oder welche Leute auch immer können diese Online-Artikel, was auch immer, als Referenz nehmen und sagen, naja, guck mal, ich bin ja in der Forbes oder in der Süddeutschen Zeitung oder was auch immer. So unseriös kann ich ja nicht sein, wenn über mich diese Art von seriösen Magazine einen Artikel schreiben. Ja, es ist eine bezahlte Anzeige, aber manche Leute durchblicken das ja vielleicht gar nicht. Es gibt diverse Firmen, beispielsweise bei dieser Firma, die sagt, hey, guck mal, wir sind hier von da und da bekannt und dann googelst du das nach und dann steht da bezahlte Anzeige. Diese Firmen bezahlen selber dafür, um sich dann mit diesem Titel mustern zu können, dass sie bekannt sind aus. Aber die wenigsten Verbraucher schauen ja wirklich nach. Denn man muss sich hier natürlich die Frage stellen, wird in einem bezahlten Artikel negativ oder kritisch über einen geschrieben? Und wie viel sind solche Artikel dann wert? Und vor allem, wie viel Vertrauen kann man solchen Personen schenken, die sich mit einem Ruf mustern und so stolz darauf sind und wenn man dann wirklich nachfragt, alle Beweise dafür gelöscht werden. Und man kann ja den Zeitschriften an sich keinen Vorwurf machen. Oder es ist bezahlte Werbung. Es ist das, was ihr in YouTube-Videos seht, im Fernsehen. Aber ich frage mich, kann man sich wirklich so einfach aus der Affäre ziehen? Denn wir können ja auch Influencer kritisieren, die schlechte Werbung machen. Warum kann man denn dann nicht Magazine kritisieren, die ihren Namen Menschen geben, wo sich die Frage stellt, sollte man es wirklich tun? Es geht mir nicht darum zu sagen, oh, wir dürfen nicht über diese Leute berichten, gebt ihnen ja keine Plattform und bla bla bla, die sind gecancelt. Darum geht es mir nicht. Denn diese Leute können sich auch ändern. Sie können auf den richtigen Weg kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt mit ehrlichen Produkten ehrliches Geld verdienen und Leute inspirieren. Alles möglich. Aber wenn du deinen Followern auf Instagram nicht mal vermittelst, dass es eine bezahlte Anzeige ist, du sagst, endlich zahlt sich die harte Arbeit aus und dann auch noch deine Bilder bearbeitest und da diverse Forbes-Profile verlinkst, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sich hier jemand wirklich geändert hat und finde es schade, dass man seinen guten Namen, wie beispielsweise Forbes, einfach verkauft. Und ich
als Magazin würde ungern die Verantwortung für eine Person tragen, die noch am Anfang des Jahres damit aufgefallen ist, dass sie über Antikrebspillen geredet hat. Oh, und vergessen wir nicht die dreiste Entschuldigung danach. Niemals der Grund dafür sein, dass du wegen mir anfängst, dein Immunsystem zu stärken. Keine Sorge, musst du nicht. Und die zweite Entschuldigung danach. Im Netz interessiert es niemanden, was ich wirklich gesagt habe. Jeden Tag fallen viele Menschen auf Unternehmer, auf Coaches, auf Menschen rein, die dir erzählen wollen, was für ein tolles Programm sie haben, was für tolle Produkte sie haben und wie du vielleicht reich durch sie werden kannst. Was auch immer. Und anscheinend kann man diesen auch nichts anhaben, weil egal, was du gegen sie sagst, egal, was du aufdeckst, egal, wie viele Videos du machst, wenn man genug Geld hat, da kann man einfach zu einem Magazin gehen und sagen, hey, guck mal, ich habe hier eine Firma, 2 Millionen Euro Umsatz, dann hier noch ein bisschen Paint, zack, 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 schon sind wir in der Forbes. Also irgendwie auch nicht. Irgendwie ist das jetzt gelöscht. Und irgendwie macht man dazu kein Statement, obwohl man ja vorher sein Instagram-Profil vollgeballert hat damit. Anscheinend ist es das Einfachste der Welt, sich seinen Ruf aufzupolieren, wenn man einfach nur genügend Geld hat. Ich meine, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, die ich euch hier bringe, aber dennoch erschreckt es mich, wie einfach es geht. Und irgendwann berichtet dann die Bild über den nächsten Instagram-Abzocker, vor dem ich dann vielleicht schon in einem anderen Video gewarnt habe. Und alle Welt wundert sich, wie das passieren konnte. Und was heißt das im Endeffekt? Dass ihr regelmäßig meine Videos schauen müsst. Nichts anderes, Zuschauerschaft. Dann erkennt ihr alle Fake-Forbes-Bilder, alle Fake-Coachings und alle Abzocker dieser Welt. Auch wenn es für mich hinter den Kulissen sehr viele negative Folgen bringt. Aber das ist ein anderes Thema. Was sagt ihr dazu? Und sehe ich vielleicht einen von euch demnächst auf dem neuen Forbes-Cover? Oder bin ich vielleicht auf dem nächsten Forbes-Cover? Hiernach wahrscheinlich nicht mehr. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Und lasst mir gerne ein Abo da, damit wir uns nächste Woche ganz schnell bei einem neuen Video mit eurem Girls Haschka wiedersehen. Muah!